So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angekommen im Kapitel 7, machen dann auch noch Kapitel 8 und Kapitel 9. Wir haben folgende Aufgaben: entwickle ein Pokémon, fange ein Pokémon vom Typ Wasser, fange ein Pokémon vom Typ Eis. Und da saßen vorhin so viele hier Quiekel rum, die sind ja vom Typ Eis. Die können wir uns also gönnen. Und hier ist ein erstmal Shiny Check, also Shiny. Nee, Shiny Check war schon richtig. Wir nehmen hier mal das Kanimani mit als Wasser-Pokémon und dann laufen wir mal darüber, suchen mal das Quiekel. Das müsste eigentlich hinter dem Gebäude sein, hinter der Schule, direkt an der Straße. Vielleicht kommen wir auch ran, wenn wir einfach an die Schule ranlaufen, gegen die Schule laufen. Also, ihr wisst ja, wie das ist. Die anderen sitzen da auf der anderen Seite von der Brücke. Wir haben uns kurz getrennt, weil hier ist Schatten, vorne ist pralle Sonne und mir steigt jetzt schon alles zu Kopf. Deswegen bin ich hier hinter. Das Kanimani ist aber auch ganz schön hartnäckig, sehe ich gerade. Wir sind mal gespannt. Es hieß ja auch, dass bei Kapitel 7 oder so es auf jeden Fall ein Shiny Gyarados garantiert geben soll. Das würde doch aber überhaupt nicht zur Johto-Region passen, oder? Warum sollte es Gyarados geben? Den Bären können wir auch nochmal abchecken. Kann ja auch Shiny sein. Ist aber keiner. Das heißt, wir laufen mal davor, suchen uns mal hier ein Quiekel. Am Theater sitzt, glaube ich, auch eins. Wir melden uns auf jeden Fall zurück, wenn wir ein Quiekel haben, entwickeln dann noch was. Okay, vergesst einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Jetzt ist hier plötzlich auch ein Quiekel erschienen. Das heißt, wir können das Quiekel von hier mitnehmen. Dann haben wir nämlich schon ein Eis-Pokémon. Müssen dann nur noch was entwickeln. Da können wir ja theoretisch gleich das Quiekel entwickeln, was wir jetzt versuchen zu fangen, mit einer Hand. Vorne ist schon wieder Sonne. Ich hätte mich ja auch dort auf den Brunnen hängen können. Den Brunnen versuche ich nämlich, habe ich schon mal versucht einzureichen. Der wird aber jedes Mal abgelehnt, warum auch immer. Ich meine, es ist ein Brunnen, der läuft zwar nicht mehr, der ist nicht mehr aktiv, aber das ist doch trotzdem was Historisches, das ist eine Skulptur, der ist doch richtig fett, aber der wird jedes Mal abgelehnt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir entwickeln auf jeden Fall das Quiekel noch kurz. Genügend Bonbons haben wir ja am Start. Dann ist das auch schon Kapitel 7 wieder. Und dann haben wir noch 8 und 9. Danke an Xtreme auf jeden Fall für den Tipp, dass ich immer 3 Kapitel machen soll, dass das gut aufgeht. 3 Folgen, sehr gute Sache, weil für jedes Kapitel eine Folge, das wäre wirklich Quatsch gewesen. So, kurz schauen. Da haben wir eine Krone, ne? Hier Sternstaub, hier noch eine Belohnung. Diesmal ein Skorgler, wo ich erst dachte, dass das auch Geist ist, aber das ist ja Boden und Flug. Wir nehmen das Skorgler also mit und das Skorgler können wir aber bewerten. Und eigentlich müsste ich die Teddy Ursa noch antippen. Ich darf nicht so weit weglaufen. Ich laufe mal wieder nach hier, damit ich die 2 Teddy Ursa noch antippen kann. Vielleicht ist ja da noch ein Shiny dabei. So, komische Lichtverhältnisse hier. Skorgler bewerten. Schlecht. 2 Teddy Ursa kurz antippen. Das wäre jetzt auf jeden Fall der Jackpot. So, einmal hier, einmal da. Nichts. Dann können wir noch die Endbelohnung abholen. Vom Kapitel 7. Das garantierte Shiny Gyarados. Wer es glaubt. Ein Keifel. Wo ist das Gyarados? Wollen die einen verarschen? Das können wir jetzt aber mal mit gelber Beere fangen. Vielleicht kann ich euch ja trotzdem mal auf den Brunnen stellen, wenn ich es bis dahin noch nicht habe. Dann habe ich auf jeden Fall die Hand frei, habe eine Erleichterung. Obwohl der Brunnen sieht schlecht aus. Hier kann man nämlich nichts abstellen, weil das alles behindert ist. Wir, was macht man denn? Auf dem Mülleimer? Ich weiß es nicht. Ich stelle euch mal auf den Mülleimer und hänge mich vor den Mülleimer. Dann geht das vielleicht auch. So. Einmal Mülleimer bitte. Jetzt muss ich mich auch noch knien mit meinem kaputten Knie. Werfen aber trotzdem eine gelbe Beere drauf. Jetzt sieht man schön den Brunnen im Hintergrund, wenn das Pokémon-Bild nicht da wäre. 1, 2, 3. Wunderbar, fertig. Und das Aufstehen fällt natürlich auch schwer. Ja, alle haben gedacht, der Adi hat mich schon wieder angegriffen, aber war nicht so. Der Adi hat im Schlafzimmer irgendwie diese
von dem Bett diese Rückwand umgeworfen, die er an der Wand gelehnt hat. Ich habe das nicht gesehen, bin nachts ins Schlafzimmer rein, bin da drüber gestolpert und direkt mit dem Knie auf die Kante. Und da waren noch so Metallstreben dran zum Zusammenschrauben und da hat es mir das halbe Knie aufgerissen. Keifel auch schlecht. Jetzt brauchen wir einen Schnappschuss vom Typ Eis. Kämpfe gegen einen anderen Trainer, verwende 6 Power-Ups bei Pokémon. Ich suche mal was, mir kurz raus, was ich dann power-uppen kann. So, wir sind nochmal zurück. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch den Kämpfe gegen einen anderen Trainer Aufgabe. Den Aufgabe, ihr wisst Bescheid. Und weil der Geitsch gerade hier rumasselt und nichts zu tun hat, schicken wir dem einfach mal eine Anfrage. Jetzt weiß ich nämlich, wieso ich nicht kämpfen konnte. Ich hatte die Kampfanfragen ausgestellt, weil im Stream immer die Leute rumgestresst haben. Ich kann jetzt nur Superliga und Hyperliga auswählen. Was möchte der Geitsch bitte? Wo möchte er besiegt werden? In der Superliga oder in der Hyperliga? Super. Super, gut. Nehmen wir mal die Superliga, lass uns kämpfen. Da müsste jetzt die Anfrage kommen. Mal gucken, was er so macht. Vor allem steht halt überall SSS dran, also Triple S. Ne? Das ist nämlich. Aha. Was haben wir denn noch alles? Ich tue jetzt heimlich mein Team zusammenstellen. Heimlich. So, das ist schon so, ne? Da muss man gar nichts mehr auswählen. Wir lassen das einfach so, wie es jetzt ist. Das haben wir ja, glaube ich, irgendwann mal zusammengestellt. Ihr seht auch, die Sonne brennt. Ich nehme an. Dieses Team verwenden. Guide stellt zusammen. Ich bestelle nichts zusammen. Ich nehme lässt was. Du mich gewinnen? Nö, zieh halt durch, ne? Also, der Gewinner trinkt ein Bier und der Verlierer auch. Ich auf jeden Fall. Hau. Oh Gott, Monsieur, kauft ihr mal Jäger aus Holz? Boah, das dauert aber. Ich glaube, ich gehe gleich nach Hause. Und probier's von da nochmal. Oh, es geht los! Und Schilde sind verboten. Nee, mach ruhig, alles ist erlaubt. Jetzt nimmt er auch noch Eis. Fernkampf. Aber du bist sehr effektiv, du Hund. Ich bin sehr effektiv und ein Hund. Ne? Das sind zwei positive Sachen im Kampf gegen Geitsch auf jeden Fall. Er greift an, aber er ist bestimmt schwach. Wir lassen es mal durchgehen. Wir verbrauchen nicht unser Schild. Okay, das hat mehr abgezogen als gedacht. Egal. Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen Schild gedrückt. Ich habe zu schnell weiter getippt. Das ist bestimmt ganz gut, wenn du Schild drückst, sonst wärst du tot. So hast du wenigstens dein Schild verbraucht und bist trotzdem gleich tot. Also alles wird gut. Ja, das ist ja einfach nur ein Glücksspiel meistens. Wenn du effektiv gegen mich gewesen wärst am Anfang, hätte ich halt die Arschkarte gehabt. Ja. So, ich mache einfach mal so. Jetzt denkt dann nämlich, weil ich mit Blitz angegriffen habe, dass ich nochmal mit Blitz angreife. Deswegen nimmt er kein Schild. Aber ich habe mit Stein angegriffen gegen den brennenden Hund und deswegen ist der Hund auch gleich down. Und das ist der Hund, du rotzt hier rum und alles fliegt durch die Gegend und sagst, ey, der nimmt auf, sei ruhig, wir müssen leise rotzen. Du fallst mir nicht drin. Da ist er auch die, kann ich doch gerade nicht, ich bin beschäftigt. Komm, Schilde. Hab ich doch. Ey, der Schilde, die Sau, gleich anzeigen. So, was hat der denn? Sichlor. Ich habe keine Ahnung, was man bei Sichlor jetzt nimmt, weil es ist viel zu warm, dass man da denken kann. Er ist auf jeden Fall nicht effektiv. So ein Shiny? Er macht das ist ein Shiny Altaria. Das ist vom Wablu. Kennst du Wablu? Ja, ja. Jeder kennt Wablu. Wablu, ja. Das Lieblings-Pokémon der meisten Menschen. Das ist die Entwicklung davon und halt auch als Shiny wunderbar. So flauschig. Nehmen wir mal Himmelsfeger. Das zu treffen ist immer das Schwierigste, finde ich. Zack! Ist auch sehr effektiv, warum auch immer. Keine Ahnung. Flug gegen Käfer vielleicht. Flugkäfer. Ist Sichler überhaupt Käfer? Ich habe keine Ahnung. So, danke an den Verlierer. Wunderbar, den nehmen wir so mit. Ich hänge mich mal schnell hier rüber. Hier ist nämlich wenigstens noch ein bisschen Schatten. Also wenn ich so meinen Kopf so in die Ecke hänge, muss mal kurz gucken, welche Aufgaben jetzt noch da waren. Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon. Vom Typ Eis. Okay. Wir nehmen hier ein Eis. Nehmen wir hier das Lapras. Gehen mal hier drauf. Machen mal ein. Oh, da kann man schön das Bein hochlegen. Das ist wunderbar. Machen einen Schnappschuss da. Sieht man die gemein. Zack. Schnappschuss einmal zurück. Das müsste auf jeden Fall jetzt auch durchgehen.
Und wir geben noch 6 Power-Ups. Wir haben ja vorhin das Darkrai pushen wollen. Wieso macht man nicht einfach bei Darkrai weiter? Wir geben einfach nochmal Darkrai ein. Dark! Ja, verschrieben. Dark. Nach WP. So. Und jetzt 6 Stück. Da müssen wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir geben 6 Stück drauf. Das nimmt nochmal 320 zu. Vergesst den Max Out Monday. Pusht einfach immer bei irgendwelchen Aufgaben. Das ist auch richtig nice. Da müsst ihr nichts Sinnloses pushen oder verschwenden. Die Aufgaben sind auf jeden Fall hier fertig. Wir tippen nochmal das Dummiesel an. Ich laufe aber nochmal weg. Ich laufe mal hier rüber. Ich stelle euch nochmal auf den Mülleimer oder so. Dann nehmen wir mal die restlichen an. Hier haben wir noch eine Drachenhaut. Da haben wir 10 Bälle. Da haben wir 500 Staub. Und da haben wir noch eine Belohnung, die wir abholen können. So. Obwohl die Sonne kommt von hinten, das ist auch nicht nice. Machen es mal so, wenn die Sonne von hinten kommt. Begegnung beginnen. Ein Donphan. Das Donphan können wir jetzt auch mal mit gelber Beere fangen. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Pokémon. Zack. Großartig. Da hat es sogar eine Rolle vorwärts gemacht, weil es sich so gefreut hat. 1, 2, 3 ist auch drin. Schließen wir das Kapitel ab, dann ist es ja, glaube ich, schon das letzte, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die letzten 3 gehen am schnellsten, hat trotzdem schlechte IV. Wir drücken wieder durch. 3000, 3000, 3000 und ein Pokémon erscheint. Ich glaube, da mache ich sogar jetzt mal ein Glücksei an und mache dann auch gleich noch ein paar Geschenke auf. So, Glücksei ist auf jeden Fall an. 3000, 3000, 3000. Belohnung abholen. 5 Sonderbonbons. Da müsste jetzt das Ho-Oh kommen. Kann shiny sein, ist aber nicht. 1648. Oh, der Vater kommt. Schnell, da müssen wir noch das Ho-Oh fangen. Und da es nicht fliehen kann, nehmt ruhig die gelbe Beere, ne? Sage ich auch im Geitsch immer. Immer die Belohnungen aus der Aufgabe mit gelber Beere, dass man Bonbons bekommt. Gerade bei den Legendären oder so. Ich hoffe, sein Mewtwo hat auch mit gelber Beere gefangen. Weiß ich nicht. 1, 2. Die leichteste Möglichkeit, an Bonbons zu kommen. Statt 3 Stück halt 6. Weil die können ja nicht abhauen. Außer du hast keine Bälle mehr. Aber dann kannst du Bälle sammeln und kannst später wieder probieren. Ja, bei Ho-Oh mach ich's. Okay. Aha. Ich kann noch alles Silberne nehmen, oder? Naja, aber das wäre ja trotzdem Verschwendung. Da bleibt zwar vielleicht dann eher drin, aber die Silbernen sind... Würde ich für normale Raid-Bosse nehmen, die auch fliehen können, deswegen. So. Ich schaff's einfach nicht, mal einfach fabelhaft zu treffen oder irgendwas Sinnvolles. Müssen uns mal konzentrieren hier, ja? Knapp daneben ist auch vorbei. Ihr seht, das letzte Kapitel ist eigentlich immer gar kein Kapitel mehr. Gerade beim letzten Kapitel müsst ihr immer nur Sachen abholen. Dann wieder daneben. Aber egal, irgendwann ist es trotzdem drin. 1, 2. Kein einziges Mal einfach fabelhaft getroffen oder großartig oder sonst was. Trotzdem ist es drin. Wir bewerten es auch noch kurz. 15, 15, 13 ist sogar ein 96er. Können wir uns mal markieren? Ich habe aber, glaube ich, schon 2 98er sogar hochgezogen. Ich mache also... Ja toll, 6 Tage, 22 Stunden sind die Sachen noch aktiv. Wir können aber jetzt noch ein paar Geschenke annehmen. Dann nehmen wir noch mal die 1er und 2er an, die reingeflattert sind. Apropos Flatty, reingeflattert, da ist auch Flatty dabei, glaube ich. Dass das mal weitergeht. Müssen wir aber auf Freundschaftslevel sortiert. So sind die Leute wenigstens auch mal im Video dabei. Hier Captain Obstgarten, ne, hat vor 2 Tagen geschickt, also vor mehr als 2 Tagen. Den nehmen wir mit. Flatty Burps, ne? Flatty Burps, wer den kennt, der macht immer komische Videos auf YouTube. Schaut da mal vorbei bei Flatty Burps auf YouTube. Dann hier Iggy Chick Fick. Nein, wie heißt das? Manche Leute haben so komische Namen. 64 Look at my Glurak, der klingt auf jeden Fall richtig cool.
Sehr cooler Name. Grüße gehen raus nach Düsseldorf. Mark Dope. Mark 420 Dope. San Francisco. Wisst ihr Bescheid? Nila Yen ist auch dabei. Und so haben wir wenigstens trotzdem alles heute am ersten Tag geschafft, dass wir morgen in Ruhe die Safari spielen können. Rohwoch-Projekt. Aus Bochum, aber wir müssen erstmal wieder was wegschmeißen. Wir schmeißen mal ein paar Pokebälle weg, die man zum Klickern benutzen könnte. Die sammeln wir aber trotzdem relativ schnell wieder auf. Also Rohwoch-Projekt auch angenommen. Tim 5544 nehmen wir noch an, sind jedes Mal ja 6000 Punkte. Ich habe ein bisschen gelernt durch den Ramses Kitchen Account. Früher habe ich immer alle angenommen, weggeschickt, zwischendurch alles hin und her und habe jedes Mal auf die ganzen Punkte verzichtet. Hier noch Timo Bogdal, Trippy Bagger. Jedes Mal habe ich auf die ganzen Punkte verzichtet, aber wenn ihr da wirklich mal 10 Stück aufmacht mit 6000, dann habt ihr ja trotzdem auch 60.000 so nebenbei gemacht. Das könnt ihr ruhig mal mitnehmen. Jetzt gehen wir weiter runter. Wir haben nämlich noch welche, die auf Level 2 aufsteigen. Zumindest hier Malador 1, 2, 3. Den können wir noch zu Superfreunden machen. Und, nee, das wird nix. Das wird auch nix. Der hat schon und da fehlt auch noch was. Gut, na, dann war das eigentlich alle. Das war es also von meiner Seite aus. Wir drücken die schnell noch hier durch. Ihr seht jetzt oben Captain Obstgarten. Unten stehen die Punkte nochmal dabei. Ziehen wir schnell alle durch. Zack, den noch weg. Den noch weg. Slade, den noch weg. Lugit McClurak. Mark, Dope. Nialen, alle dabei. Und jedes Mal 6000 dazu. Also das raffelt sich auch irgendwo zusammen. Muss man schon sagen. Diejenigen, die ich in der Liste habe und die jetzt ein paar Tage lang wirklich nichts schicken und nichts machen, die schmeiße ich dann aber, glaube ich, auch wieder raus. Für die Leute, die noch Schlange stehen, es sind nämlich noch 20 Leute dabei, die schon wieder Anfragen geschickt haben, dass die reinkommen können. Ab Hyperfreunde warte ich natürlich dann immer, dass man den Aufstieg gemeinsam macht zum C-Day und so. Also das ist kein Problem, was ja trotzdem nicht jeder macht. Letztens, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hat sich noch beschwert, dass er bald rausfliegt und hat dann auch einfach aufgemacht für beste Freunde. Da habe ich so gedacht, jetzt fliegst du, aber er ist immer noch drin. Egal, kann ja mal passieren. Manchmal guckt man ja nicht drauf, ob es schon aufsteigt oder nicht. Und deswegen nehme ich das jetzt nicht so übel. Wir sind also fertig. Wir haben unser Ho-Oh gefangen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt immer rein. Habt ihr ein Shiny Ho-Oh bekommen? Habt ihr überhaupt ein Shiny bekommen aus der Forschung? Oder wie gut war euer Ho-Oh? Hat's Spaß gemacht? Freut ihr euch auf die nächste Region? Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Was ist denn mit euch?